Hallo und herzlich willkommen. Da bin ich wieder nach einer gefühlten langen Ewigkeit. Wen haben wir denn heute mit am Start? Ist ja noch kein, der sich hier be wirklich bemerkbar gemacht hat. Ich hoffe, das wird sich bald ändern. Sind ja jetzt die Sommerferien. Bedeutet im Umkehrschluss, eigentlich müssten ja mehr da sein. Plus halt meine geliebten Pappenheimer. Jetzt gucken wir mal. So, ja, wie gesagt, lange war ich nicht mehr da. Gestern war ich ziemlich durch. Ist halt so, wenn man dann arbeiten geht und nach Hause kommt und einfach fertig ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen weiter Mordors Schatten. Denn wir wollen ja in dem Spiel weiterkommen und wie man das ja hier schon sieht, nichts wird vergessen. Erwartet uns ja noch Schatten des Krieges. Und da können wir tatsächlich auch alle Inhalte, die wir hier spielen, beziehungsweise auch den Stand, den wir bis dato erspielt haben, mit hineinnehmen. Und dann würde ich sagen, warten wir nicht so lange, verlieren wir nicht so viel Zeit. Ab geht's. Und Chris, vielen Dank für den Host. Bäm! Grüß dich, mein Guter. Du hast gestreamt? Wie war's? Wie geht's dir? Rinnsale strömen und Flüsse fließen. Ozeane, die sich in den Hafen ergießen. An weiße Ufer soll die Fahrt dich leiten. Nichts soll dir Ungemach bereiten. Waldläufer im Dienst von Gondor, findet dort euren Frieden vor. Weib und Sohn und all die meinen. Mögen uns diese Ufer vereinen. Schönes Gedicht. Augenblick, Entschuldigung. So, Chris, ja, hi. Vielen Dank für deinen Host, mein Guter. Du hast eben gestreamt? Was denn Gutes? Erzähl mal, wie geht's dir? Sorry, dass ich lange nicht mehr da gewesen bin, aber ne, man kennt's, wenn man ein bisschen durch ist, dann, nö. Dann ist manchmal einfach nö. So, dann würde ich mal sagen, hinein ins gute Stübchen. GTA-RP, what? Stimmt, du hast erzählt, ist alles gewiped worden und jetzt ist wieder alles im Load. Wird meines Erachtens auch bald wieder gespielt, aber da warte ich tatsächlich auch auf den Neo. Ach komm. Spielen wir uns erstmal warm an den Kollegen, damit wir uns wieder so ein bisschen eingrooven können. Ey, du bleibst hier, Kollege. Oh, habe ich ihn getötet? Oh, Karagor. Was, der Server ist down? Vielleicht für immer? Bin gerade wieder auf GVP. Nee, ne? Really? Wie kommst du auf die Mutmaßung? Das ist nicht so schön. Kennen Sie den schon? Danke, Waldläufer. Jo, gerne.
Nichts leichter als das. War doch easy. Und tschüss. Wir sind frei. Die haben keine Basis mehr. Die wurden von GTMP geblacklist. Was? Freiheit. Wie? Danke. Das musst du uns mal dann genauer erzählen, weil das würde Neo auch mega interessieren. Er wollte es auch wieder spielen. Das ist aber scheiße. Aber GVMP? Also wir spielen aus dem Grund halt nicht mehr, weil Neo halt gebannt worden ist. Deswegen, nö, ist nicht. Machen wir nicht mehr. Weil alles für den Rage Cup, weißt du? Wenn einer von uns da gekickt wird, dann kenne ich da auch persönlich nichts. Vielleicht sollten wir mal dahin. Vielleicht warp ich mich mal darüber. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Nee, nicht mal als Notlösung. Ich würde dir nicht mal die Genugtuung geben. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich die Blicke der Toten. Ah, kriegst du Angst? Yeah! Eins. Nö, sonst sind hier keine Bosse, doch da. Sogdusch. Sogdusch. Der Verleugner. Gesundheit. Sockdusch. Das ist jemand, der duscht seine Socken. Sockdusch. Wer es noch nicht wusste. Die Sockendusche. No, no, no. Ja, Gesundheit. Bam. No, no, no. Nein, nein, nein. Kennst du den schon? Du Sack! Nichts kann ich so sehr genießen wie den Tod von Menschen. Und tschüss! Doch nicht! Doch jetzt! Und tschüss! Dir auch einen wundervollen guten Abend, Jess. Wie geht's dir? Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich mich eine Weile tatsächlich auch komplett von GTA distanzieren, auch wenn es mir leid tut. Yes! Dann würde ich tatsächlich auf Identity warten. Na, böse. Uah, Karagor! Also mir geht's tatsächlich wieder gut. Ach, wollt ihr euch mit mir anlegen? Fuck! Gestirb! Und Kopf ab. Ja. Mach ich auch gerne. Ja.
Finish him! Zack! Kopf ab! Noch jemand, der sich mit mir anlegen will? Ja, aber niemand wird auch euch retten. Warum will der nicht hoch? Mann, ich bin auch! Hab gehört, wenn du den grauen Schleim aus der Wald lassen. Tschüss! Genick gebrochen. Wenn du nur Fleisch von den Beinen. Identity ist super geil und auch mega gehypt, aber erwarte nicht so viel davon. Nö, ganz ehrlich, ich habe Arma 3 nicht gespielt, ich habe es nur gesehen. Wenn es halb so gut ist wie Arma 3, dann ist es schon mal auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, das wird es ja schon mindestens sein. Kurz AFK, alles klar. Was war denn los? Ja, der Server von dem letzten Projekt UGC sagte Chris, dass das jetzt wohl eingestampft worden ist. Hier ist nichts. Ist wohl geblacklistet worden von dem es könnte zurückkommen. GTMP-Projekt. GTMP steht halt quasi zur Verfügung für die ganzen Server der ganzen anderen Projekte. Und die haben es dann halt wohl geblacklistet. Bedeutet im Umkehrschluss, wir werden sehr wahrscheinlich nicht mehr auf UGC spielen können. Zack! Stirb! Komm mal hier, schönen Kopfschuss hier! Der hier auch, komm, und! Weil die finde ich am gefährlichsten, die mit den Lanzen. Die sind unberechenbar, die Drecksäcke. Ja, es ist sehr, sehr schade. Das heißt, es wird also erstmal kein GTA mehr so schnell geben. Tut mir auch herzlich leid, ne? Das ist alles, was ich brauche. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, seit GVMP ist mir auch so ein bisschen die Lust vergangen. Dann hatte ich mich an UGC probiert. Dann war das aber auch nur sehr, sehr kurz. Die Motivation war halt für mich nicht in dem Moment gegeben. Und jetzt habe ich das von Chris gehört. Habe ja jetzt parallel ein Storygame angefangen. Ist ja für mich jetzt gerade mein aktuelles Großprojekt. So, ab geht's. In Karagor. Zack. Ja, ist jetzt weggezogen. Ich hatte richtig Überschwemmung hier gehabt. Hier hat es ordentlich geschüttet. Das war unfassbar. Hier konnte man echt schwimmen. Normalerweise haben wir hier einen vernünftigen Abfluss, aber das war da nicht so der Fall. Desi! Vergiss! Wie miau! Nee, du streamst hier nicht mit. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Katze. Du kannst dich hier hinlegen. Hm? Komm mal her. Komm mal her. So. Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Da komme ich nicht hoch. Sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. So, jetzt gucken wir mal. Und Headshot. Komm mal hier. Was war das? Aber es ist zumindest nicht so, dass du hier mit einem Gummiboot durch die Walachei ruderst. So extrem ist es tatsächlich nicht gewesen, aber kam schon einiges runter.
Und hier gewittert es gerade. Das heißt also, es zieht gerade von mir zu dir, ja. Und erneuern. Eine Zitadelle aus alter Zeit. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Er hat einen Knall. Rotes Gummiboot. Mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Ja, das muss ich hier auch noch alles machen. Ach du Scheiße, ich habe noch so viel zu tun. Aber was heißt hier, ach du Scheiße? Das ist voll gut, wie viel man einfach in diesem Spiel zu tun hat. Das ist zwar nicht die größte Map, ja. Ich meine, es gibt ja größere Open-World-Maps, aber das ist schon ordentlich, was man hier so bekommt. So. Machen wir, glaube ich, mal so eine Gollum-Mission weiter. Etwas gesehen. Nö, hast du nicht. Hast du nicht. Nö, hast du nicht. Nö, hast du nicht. Hast nichts gesehen. Wie sie sehen, sehen sie nichts und davon viel. Komm. Ja, das war cool. Der boxt sich jetzt mit zwei Karagor. Schnell die Mission triggern, bevor die mich angreifen wollen. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Oh. Nun, wo ist er? Dein Freund ist entweder ein Lügner oder ein Feigling. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Jetzt soll ich Gollum. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Okay, weit weg von den Karagor, ansonsten haben wir gleich ein Problem. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie nur Ruinen, vergraben in der Finsternis. Männer, um das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir ihm einen anderen Weg. Wie kriegen wir den jetzt? Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Des Todes hängt in der Luft. Wenn es nur ein Hauch ist. Gole. Warum überrascht mich das nicht? Oh nö. Aber ich weiß ja, wie ich ihn kriege. Als hätte der Graub den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Okay, dann go, go, go. Ah. Geschöpfe, Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Die nächsten Kollegen.
Ich glaube, da oben muss ich hin. Oh, das war sehr gut. Ja, war das also. Flieh, du Narr. Aha, flieh, du Narr. Toll. Fähigkeit Schattenangriff freigeschaltet. Oh, sehr cool. Der Schattenangriff. Halte LT gedrückt und tippe A. Versetze dich augenblicklich an den Aufenthaltsort deines Ziels. So kannst du tödlichen Situationen entkommen, Festung durchqueren, fliehende Feinde verfolgen oder aus der Entfernung in einen Kampf übergehen. Geil! Er verbraucht 2 Elbengeschosse. Neuer Feind, Ghoulspeier. Manche Ghoule schleuern ihren Gegner lieber ätzend Speicher aus der Entfernung und drücken Glück A, um ihren. Sag mal, ich komme hier nicht raus. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Sag mal. Vielleicht einen anderen Weg mal laufen. Yes. Auf nimmer Wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Kloschen, der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böser Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz! Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er?
Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja. Und dann führt er uns zu ihm. Das ist ziemlich cool, was man da jetzt so erfährt. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Yep, genau das ist es nämlich. Die Nazgul. Ich bin bereit für einen richtigen Kampf. Pass auf, was du dir wünschst. Du bekommst ihn vielleicht eher, als du denkst. Es ist dieser Menschen abschauen. Er ist in der Nähe und macht dich nur angriffbereit. Ach komm, geh da hoch. Danke. So. Das dunkle Monument. Zerstöre Gurtau und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Yes! Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Bis gleich. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion, bist du bereit für den Kampf? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Das wäre natürlich tragisch. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Pan, grüß dich. Ja, der restliche Chat ist gerade irgendwie nicht da. Die Jess ist kurz weg. Aber grüß dich. Die Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Der Karren ist dort vorne. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Du musst das gezielt. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Oh, hat das denn erschreckt? Oh. Oh, scheiße. Und tschüss. Lol. Wat lol. Also wieder wegrennt. Ja, ja. Die Sklaven hätten Uruks getötet. Den Dothan. Das ist mein Gerücht, nicht wahr? Ein Fähigkeitspunkt. Läuft. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs. Sehr gut. Ach, hat er sich erschreckt? Oh, scheiße. Deshalb. Ja, deshalb, ne? Funke unserer Rebellion.
Ist das geil. Dieser Uruk wurde erschlagen. Nö, das glaubst du nur. Hier ist niemand erschlagen worden. Nö, ist er nicht. Oh, jetzt kann ich mich porten, das ist so geil. Abgehauen. Aber auf Kosten von Pfeilen, ne? Leider. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten aller Uruk vor Grauen aus dem Kampf fliehen. Komm. Mach einen Kopf zu. Tschüss. Der schwafelt mir zu lang. War das der Tag? Nee, es war die Nacht. Komm her, 3, 2, 1. Komm, 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 komm. Das wagst du nicht. Der Weg ist frei, Männer. Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Oh nö. Echt jetzt? Eskortieren, sowas? Nee. Steh nicht so drauf. Wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen. Lass uns gehen. Warte, es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Nö, werden sie nicht tun. Wenn ich gleich mal eine Kill-Serie hab. Okay, doch nicht. Schade. Das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Nichts leichter als das. Der Rüstmeister sagt, ich hätte seine Waffen gestohlen. Ich wurde in das Schmiedefeuer gestohlen. Spürst du das? Ah, ich finde das immer wieder lustig. Kommen noch ein paar Gude dazu. Na komm, hoch mit dir. Und sonst, Pan, wie geht's dir? Was gibt es Neues? Außer von schlechtem Wetter. Und dass mir irgendwie gerade die Pfeile ausgegangen sind. Und dass ein Karagor-Patrouille läuft, habe ich jetzt attackiert. Hört auch nicht. Och, geil. Da oben ein Karagor, jetzt steht er da. Na toll. Was, der ist down? Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Der Koch sprach die ganze Zeit davon, dass wir auf die Jagd
Terminator, grüß dich. Wann streamt der Star Citizen wieder? Terminator, warum streamt mein Kollege nicht mehr? Mein Kollege ist selbst und ständig. Verstehst du? Unter der Woche ist der am Arbeiten, da reist der durch die Weltgeschichte. Und am Wochenende, wenn er dann mal Zeit hat und mal Luft hat, dann versucht er zu streamen. Du redest von Neo. Ja, echt. Das ist der Grund. Und da das halt Neos Hauptspiel ist und er sich da halt bestens mit auskennt, stream ich es nicht. Vor allem, weil ich es halt technisch auch nicht zum Stream damit hinkriege. Und Star Citizen kommt erst zu 3.0 wieder. Erst zu 3.0. Dann will er auch einen 24-Stunden-Stream machen. Vorher nicht. Ja, das wollen wir dann auch hoffen. Du kannst aber auch gerne so dabei sein, ne? Also, das wäre ganz cool. Dass du auch offen für anderes bist. Geht dir denn sonst gut? Ach, soweit nichts Neues. Ich hab... Okay, das will ich mal überlesen haben, Pan. Das geht so nicht. Ich darf dann... bei Live wahrscheinlich auch mit neuer Arbeit anfangen, wie bei Live auch mit neuer Arbeit. Hä? Wie jetzt? Hä? Hä, hä, hä? Achso, du meinst mit dem 3.0, ja? Mit neuer Arbeit? Der dunkle Herrscher kann in seit 2015, Leute... Wow, das ist natürlich ordentlich. Kann man machen. Ach, alter Mann, grüß dich. Bam, lang nicht mehr gesehen. Wie kommt's, dass ich dich erst jetzt wieder sehe? Wenn dieser Bleichhaut versucht, einfach so aus dem Nichts vor mir aufzutauchen, bin ich bereit, ihn zu zerhacken, bevor er wieder verschwinden kann. Vielleicht krieg ich den Chef jetzt, ist das so, das wäre der Hammer. Gesagt, wir würden nach Norden marschieren, aber wir sind noch immer hier. Eine 50-50 Förderung. Ist natürlich nice. Bin auch arbeiten. Ja, das kenne ich, alter Mann, das kenne ich auch. Hobbys und Dinge und so weiter. Ja, ich meine, das letzte Mal warst du bestimmt vor 2 Monaten da. Also, wo ich dich gelesen habe. Sonst bist du, denke ich mal, ja nur bei Roxy, ne? Seit 15 Jahren am Markt. Ich habe gar keine Ahnung, von wem du da redest, Terminator. Wer ist das denn? Also, welches Unternehmen ist seit 15 Jahren am Markt? Es sei denn, du darfst darüber kein Wort verlieren, dann ist es okay. Ach, du lookst ab und an mal nur. Schade. Ich würde hier gerne mal so viele Leute mal lesen. Looken finde ich cool. Aber ich würde hier auch mal gerne was lesen. Bauftierfutter? Auch für Katzen? Terminator? Nein! Ich bin zu weit rausgerannt. Das wollte ich gar nicht. Wir beide, Seite an Seite. Wer hätte das gedacht? Jetzt habe ich schon wieder. Scheiße. Na gut, alle. Guten Dinge sind 3000. Ja, ich kann mich mit dem Zeug gar nicht mal aus. Mit Barf. Waldläufer, bleib hier. Hule und Sternen dort. Bei all der Aufregung können meine Männer den Karren ungesehen unter die Brücke schieben. Vielleicht kaufe ich ja bei euch einen für meine Kitty. Deine Beine borgen. Die Produktion ist in Bayern. Kannst du gerne privat schicken, Terminator, weil der wird, glaube ich, im Laufe des Streams hier untergehen. Schreib einfach eine Privatnachricht hier an Rage Club.
Bestien. Ihr werdet bald Uruks als Lohn erhalten. Inwiefern ist er so sehr, sehr unübersichtlich unter anderem? Okay, tschüss. Lass mich noch raten, alles auf HTML-Basis. Sammeln sich zu unseren Füßen. Sie greifen uns an. Tschüss. Und Shuki, vielen Dank für deinen Sub, für deinen Prime-Sub, bam. Wir warten ja immer noch auf die Freigabe unseres Emotes, aber dankeschön, dass du uns so damit schon mal supportest. Eieieiei, hammergeil, Shuki, dankeschön. Ist das geil? Krass. Finde ich voll gut. Würde den eher zum XTC-Shop empfehlen. So, muss man kurz checken. Ja, alles klar, dann bis gleich. Aber voll geil, Shuki. Willkommen im Rage Club! In der Family, in der Army. Müssen wir noch überlegen. Ja, also, ich gehe mal stark davon aus, dass es den Leuten hier gut geht. Was anderes will ich hier nicht lesen. Nee, geh ich mal arg von aus. Also, bei mir ist alles supi. Nochmal ein bisschen die Luft schlagen. Geht auch kaputt. So. Meine Männer beschützen den Karren. Lass uns den Kamm sichern, damit sie passieren können. WB Terminator, WB. Aber ihr könnt auch gerne mal hypen, ihr Nasen, ne? Hier, für den Sub erstmal schön Hype und so. Ist ja nicht selbstverständlich. Die haben auch zwei Hunde im Büro. Boah, geil. Der nächste Vorposten wird der größte sein. Ist das geil? Hype. Es ist zu still. Irgendetwas ist hier faul. Ja, unser Hype-Emote wartet tatsächlich noch zur Freigabe. Ich habe tatsächlich noch einige Singleplayer-Games. Kannst aber gerne, also ihr könnt gerne, wenn ihr Wünsche habt, ne, so an Singleplayer-Games, die ich so spielen kann, einfach mal eine Privatnachricht schreiben. Ich habe sonst an Bioshock gedacht, zum einen. Ich glaube, Skyrim kennt man ja auch schon zum gefühlten 5000. Mal. Boah, wie der mich wegtackelt. Moment, das muss ich mal eben einsacken. Conan Magier Game Clone. Such Mitspieler, kannst du auf Besen reiten. Aus Game. Achso, das habe ich glaube ich gesehen. Damit machen die zurzeit Werbung auf verschiedenen Plattformen. WB, alter Mann. Karagor. Ein Feind ersetzt den nächsten. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach mal eine Privatnachricht Rage Cup schicken. Und dann gucke ich mal. Hol das mal bitte. Ich schaue es mir mal an. Und dann entscheide ich immer noch, ob ich es mir hole.
vor uns erhebt sich das. Weil ich muss dazu sagen, ich werde Destiny 2 hier auf dem PC spielen. Neo macht das auch. Ja, dann werden wir noch Star Citizen spielen. Dann steht bei mir halt auf dem Plan Schatten des Krieges, also der zweite Teil von dem Spiel hier. Red Dead Redemption 2. Also es wird noch einiges geben. Du kannst auch das mit Slash machen. Wie war das? Als Flüsternachricht. Slash W, kann das sein? Weiß das einer? Ey, Katze, benimm dich. So nicht. Red Dead Redemption soll tatsächlich auch wohl für PC kommen. Soll auch einen schönen ausgeklügelten Multiplayer haben. Und da soll es ja auch für PC ja ein sehr cooles Multiplayer-Game kommen. Dann, oh Gott, Sea of Thieves will ich spielen. Dann will ich dieses Piraten, also dieses, ich sag mal, man kennt ja noch Black Flag, ne? Also Assassin's Creed Black Flag. Da ist ja hier die Kriegsschlachten, die Seeschlachten. Gibt es dann nicht mehr als reines Minigame, sondern die wollen das so aufziehen wie For Honor. Das heißt also ein reines Spiel nur rund um Seeschlachten, PvP-Matches etc. Das will ich spielen. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also es gibt so viele Spiele. Genau, Skull and Bones ist es. Genau, Skull and Bones. Das möchte ich auch unbedingt spielen. Da wird es ja auch einiges auf der Gamescom geben, was wir halt antesten wollen. Und da sich aber leider Rockstar distanziert hat von der Gamescom dieses Jahr, können wir da leider kein Red Dead Redemption 2 testen. Aber wir werden ja einiges testen. Das meinst du? Ich guck mir das da mal an. Und wenn du dann wieder da bist, gebe ich dir dann gerne Rückmeldung. Ob das was für mich ist oder nicht. Aber danke schon mal dafür. Ah, okay. Alles klar. Danke dir. Ja, genau. Skull and Bones. Vielen Dank, Pan. Das will ich ausprobieren. Ja, dann Destiny 2 definitiv, ne? Genau, Wild West Online. Genau. Deswegen sage ich, es gibt ja auch noch so ein MMO. Red Dead Redemption 2 ewig dauert. Hast du gekauft? Was? Wild West Online? Nein. Oder meinst du Destiny? Destiny muss ich noch vorbestellen. Habe ich noch nicht gemacht. Die Beta ist ja gerade auf der PlayZ raus, ne? Hat die schon jemand angetestet? Kann man schon was dazu sagen? Ich kenne Destiny 1. Destiny 2, ja. Habe ich jetzt mich bisher noch gar nicht spoilern lassen. Ja? Hast du gesehen? Ja gut, die wollen ja nichts Großartiges verändern. Es sollen irgendwelche Subklassen geben. Dann wollen die das Matchmaking-System ja ein bisschen angepasst haben. Und für Neueinsteiger auch einen ziemlich leichten Einstieg. Das heißt, man muss gar nicht den ersten Teil großartig gespielt haben. Der einzige Vorteil, den man wohl hat, zumindest die Consoleros, weil damals gab es nie auf dem PC, man kann wohl die Charaktere mitnehmen. Aber halt wohl nur begrenzt, mit begrenzten Sachen. Ja, wir wollen es definitiv auch auf dem PC spielen. Also da bin ich auf Feuer und Flamme, ne? Destiny wird so geil. Wann soll Red Dead Redemption 2 kommen für PC? Warte, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich gucke da ganz gerne mal kurz rein, Augenblick. Red Dead Redemption 2 PC. Ja, ist auf Frühjahr 2018 erstmal verschoben worden. Ich denke mal, das wird zeitgleich mit den Konsolenversionen kommen. Eine PC-Version wurde bisher noch nicht erwähnt. Also ist bisher unbekannt. Aber ich denke mal, die werden diesmal auch eine PC-Version machen. Ich bin davon sogar fast überzeugt. Ich meine, das ist wie mit GTA. Also wenn die ein Spiel rausbringen wollen, welches so das gleiche Flair bringt wie halt ein GTA und Rockstar halt eine große Marke ist, dann werden die es auch tatsächlich auch für PC rausbringen. Also wenn nicht, dann würden die sich selber ins eigene Fleisch schnibbeln. Oder ein Jahr nach der Konsole. Ja, das stimmt. Das wäre auch echt ein bisschen lang. Tatsächlich ist es ja auch mit Destiny so, ne? Destiny soll ja auch ein bisschen später kommen für den PC. Ich glaube, eine Woche, zwei Wochen später? Weiß ich gar nicht.
als die Konsolenversion. Oder kauf Western-MMO, da kannst du Züge überfallen im ersten DLC. Da kannst du einiges machen, ne? Da kannst du Gesetzeshüter sein, da kannst du Verbrecher sein, kannst du alles sein, ne? Also es hatte auf mich auch einen ganz soliden Eindruck gemacht. Ein Tribut der Dunkelheit erbaut mit dem Blut meines Volkes. Bald wird es vernichtet sein. Sieh dich um. Bald wird das Monument fallen. WB, Jess, WB. Alles hängt daran, dass wir die Uruks in diesem Vorposten vernichten. Nur dann kommen meine Männer nah genug an das Monument heran. Ganz ehrlich. Die Uruks schwinden in ihrer Zahl. Nun, da ihre Häuptlinge durch meine Hand gestorben sind. Also ich lasse mich tatsächlich nicht mehr mit dem Hype davontragen. Ich habe den Fehler ja dadurch begangen, ich habe mich ja von Leuten hypen lassen, die ja The Division, ne? Ziemlich cool fanden und ich hatte schon so ein komisches Gefühl, habe gesagt, nee, das ist so nicht meins. Dann habe ich mich drauf eingelassen, fand es dann irgendwie cool, aber wusste, es geht voll nach hinten los und so ist es ja auch passiert. Ich verlasse mich auf diese ganzen Zeitschriften nicht mehr, ne? GameStar und wie sie sich alle schimpften. Ich bilde mir mein Urteil selbst. Würde ich jedem dazu raten, lasst euch nicht von irgendwelchen Sachen beeinflussen, sondern wenn ihr ansatzweise Interesse an irgendeinem Titel habt, dann informiert euch mal, schaut euch das selber an, lasst euch nicht beeinflussen und wenn ihr es geil findet, dann spielt ihr es. Punkt. Knaller? Knallerpan? Ist das der Knallerpan? Schau dir mal den Skyrim Unreal 4 Clone an. Das wird dir bestimmt gefallen. Also ich sag mal so, ich bin ja zurzeit voll auf Mittelalter wieder gehypt, weil wegen Game of Thrones. Was heißt, warum wieder? Sky hat ja jetzt, ne, ein günstiges Angebot für 2 Monate, Sky Ticket. Da bezahlst du halt für 1 Monat 1 Euro, für den 2. Monat auch und ab dem 3. bezahlst du 9,99 und ich guck gerade Game of Thrones an. Und ich bin gerade neu in der Materie. Also bitte spoilert mich nicht, aber ich finde die Serie schon mal geil. Ja, und warum ich das nicht gucken konnte, ich hatte keine Zeit. Also hasst mich nicht dafür. Ja, das habe ich ja gesehen, Terminator. Ich habe kein Amazon Prime. Dafür habe ich kein Geld. Das ist halt die Sache, hast du gerade 9 Euro noch was oder hast du in dem Moment die Gesamtsumme, um dir Prime zu holen, ne? Das fehlt mir dann. Und dann habe ich mich aber letzten Endes für Netflix entschieden, weil Netflix hat tatsächlich doch bessere Sachen. Muss ich echt feststellen. Netflix ist ziemlich geil. Ja, beides nicht. Kann man selber ansehen, war schon immer das Beste. Ja, wegen Gewitter. Ach so, Knallerpan wegen... Ah, okay, alles klar. Mexiko-Version 4... Was? Und wie gesagt, aufgrund von Zeit... So, jetzt muss ich mal gucken. Ihr hättet sehen sollen, was einer dieser Jäger gestern mit einer Bleichhaut angestellt hat. Scheiße. Ich brauch Pfeile. Da war doch ein Geräusch. Nö. Nein! Boah, der lebt noch. Fuck. Scheiße. Muss aufpassen. Wie haben sich die Menschen so weit?
entgegenzusetzen. Ein paar wenigen wie diesen geflohenen Sklaven gelingt es, die anderen in Rage zu versetzen. Tja, nun sind wir in Rage. Und das wird diesen Bleichhäuten ganz und gar nicht gefallen. Okay. Interessant, ja, Kung Fu Future, sagt man natürlich nichts, weil, ne, guckt tatsächlich auch wenig Fernsehen, wenig bis gar nicht. So, finish him. Kann man mal machen, ist aber dann Gacke, ne? Mit den Bleichhäuten passiert, die wir gefangen. Habt ihr das gehört? Nö. Bin ein bisschen taub heute auf den Ohren. Ein toter Uruk? Oh nein. Was glaubst du nur? Einfach spontan mal in den Kopf. Weil, ne? Weil man es kann. Das macht echt Spaß. Weißt du, hier so la 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 la, alles entlang laufen, zwischenzeitlich mal ein paar Pfeile einsammeln. Die Pfeile sind unter mir, ne? Oder sind die hier? Und das finde ich irgendwie ein bisschen doof gemacht. Ach, da oben. Eigentlich vorgegebene Themen sind meist lame. Einfach mal umschwenken. Ja, umschwenken ist auch mal ganz gut. Ich hab ne Idee und die wird lustig. Viel Spaß! Okay, das war der Vorführeffekt. Ich dachte, jetzt kommt ein Karagor angerannt. Kommt er nicht? Fail. Probieren wir es nochmal. Da kommt Karagor. Das sagt man mir auch immer wieder. Also, dass der gewaltig ist. Also der Karagor. Hörst du auch oft, ne? Boah, ist das ein gewaltiger Karagor. Ist das geil? Bam! Bam! So, ich habe jetzt noch eine Wache, die da wäre wo? Am Pöppis der Welt. Das ist jetzt schon fast witzlos. Und bye bye. Wer gehört? Stopp zum Tor! Ist das geil? Du kümmerst dich um den Karren mit dem Sprengstoff. Jetzt wird's geil. Ja. Schön, oder? Finde ich auch. Vorwärts, immer vorwärts. Wir brauchen die Uruks nicht zu fürchten. Das leitet halt immer den Finisher ein. Zack! Genau, immer mitten in die Fresse rein. Hey, Kollege Bratwurst.
Was? Schießt ihr den in den Kopf? Sterbliches Leid kann uns nichts anhaben. Unsere Qual sitzt viel tiefer. Jetzt habe ich geschossen. Bam! Habe ich da Bratwurst gehört? Ja, Kollege Bratwurst, sage ich ganz gerne. Komm her, Kopf ab! Dachte ich, könnte ich den Sneaky kaputt machen, aber war wohl nichts. Lecker! Komm mal, kennst du den schon? Headshot! Yeah! Zack! Kopf ab! Ich will noch ein paar töten, bevor ich weitermache. Zack! Hinter dem... Ach nee, andere Seite oder was? Ach, das ist hinten, okay. Battlefield 5? Oder was? Ja, ich meine, das ist ja auch schon was älter, das Spiel, ne? Ach so, du redest von Star Citizen, mein Gott. Jetzt habe ich alles verpasst. Als Currywurst, Currybratwurst würde Glitz und einen Reis essen kannst. Ah, Babylon. Was? Noch mehr Schützen? Bam. Ach nee, ihr wollt weiter? Alles klar, könnt ihr haben. Stirb, Kartoffel. Komm her. Und zack. Was? Noch einer? Noch so ein Axtwerfer, Kollege? Oh, ne, 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 ne. Und tschüss. Nixer. Ne, 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 ne. Zack. Hey. Euch wollte ich auch schnetzeln. Komm, die schnetzeln wir auch nochmal kurz. Kopf ab! Und zack! Schön durch den Kopf!
Macht voll Spaß. Du hast ihren Untergang besiegelt. Mein Volk glaubt, es hätte sich seine Freiheit erkämpft. Hast du ihnen das versprochen? Sie brauchen Hoffnung. Ich gab ihnen nur, was sie wollten. Gib deinen Männern einen Anführer. Ist so. Ja, habe ich auch. Wir nennen das hier auch gerne Puppekopf. Aber ja, ich habe das Spiel auch. Es scheint, als wäre ich im Tode für diese Ausgestoßenen kein solches Monster wie im Leben. Der schwarze Hauptmann. Boah, würde ich jetzt direkt machen. Direkt. So direkt. Mal gucken, wie das ist. War es gar nicht mal so schlecht beim Kind? Die Schwarze Hand und seine Hauptmänner sind die wahren Monster. Sie werden zurückkehren und diese Menschen vernichten. Ich habe tatsächlich zum allerersten Mal es geschafft, einen Schickenden hinzukriegen. Tatsächlich mit einer Gruppe aus Streamern. Direkt. Ja, ich bin so ein ganz direkter Typ. Mit einem vollen Squad haben wir das hingekriegt. Einer ist dabei tatsächlich gestorben. Schade drum. Mal gucken, ob die Mission doch nicht sogar ein bisschen zu heavy ist für den Moment. Gurtauer ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Boah, jetzt wird's geil. Ja. Oh, ich bin da. Er will den Grabwandler? Ja. Ist die schwarze Hand gekommen? Einer seiner Schergen. Er ist gekommen, um uns zu jagen. Lass mich meine Männer versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Du weißt ja, dass es bei solchen Spielen nicht auf die Grafik ankommt, ne, weil das einfach nur irreführend ist. Bei Battle Royale Games ist es totaler Quatsch. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Nun, bring mir den Kopf dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Moment, mach mal kurz Pause. Ja, Star Citizen, da ist das Hauptaugenmerk auch auf ein komplett anderes und grundlegendes Ding gesetzt. Du kannst doch ein PlayerUnknown's Battlegrounds nicht mit einem Star Citizen vergleichen. Der Schwerpunkt ist ein komplett anderer. Am PlayerUnknown's Battlegrounds, da geht es einfach nur um Multiplayer-Games, Schlachten, bis halt einer überlebt. Das sollte dir doch bewusst sein, Terminator. Ich zeige dir, was wahre Schmerzen sind.
So. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Dann ist es auch noch eine Sache des Budgets. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Töte ihn, ihr nichtsnutziger Haufen Augs! Zurück in die Erde, Grabwandler! Trete zurück und lernt die Kunst des Mordens! Waldläufer, Zeit zu sterben! Stirb, Tag! Zack! Zurück in die... Zurück an die Arbeit, ihr Mann! Geht schon! Dies ist nicht deine Zeit. Ich zeige dir wahre Stärke. Wow. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? Nö, ich kann noch mehr. Dich vielleicht sogar umbringen. Aber nur vielleicht. Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Abschau. Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marvin, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Endlich den Tod gerecht. Wir haben den Hammer Saurons besiegt.
Doch noch fehlen die Schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. Wie sieht's eigentlich mit Saurons Armee aus? Redback ist tot. Nein! Aber den können wir ja mal töten. Den Krug. Der wird jetzt kaputt gehen. So würde ich mal sagen, töten wir den einfach mal. Der Krug. Da gibt es nämlich keine Häuptlinge mehr. Zumindest das erste. Da kannst du eine Steinmauer als Hammer nehmen. Wie kann ich mir das bitte vorstellen? Eine komplette Steinmauer? Boah, ist okay. Meise war ja auch ein Zauberer, ne? Da kannst du ja eigentlich alles machen. Nur die Stärke des Steins übersteht die Flut. Überstehe die Wellen des Häuptlings und er zeigt sich uns. Echt? Boah, geil! Achso, ich soll die ja alle vernichten, ja. Ich dachte, die kommen jetzt angerannt. Hab ich da gerade etwas gehört? Oh, nee, nicht so geil. Komm her! Nee. Nee, 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 nee. Die armen kleinen Walks. Gilvin, grüß dich. Komm her! Zack. Das ist dein Ende. Du, das sind ja in dem Fall ja Karagorn, ne? Das sind ja keine Walks. Da, guck, das ist ein Karagorn. Alle, hopp. Und Koffer! Zack! Finish him! Hast du einen geilen Blutdruck? Wegen dem Spiel, oder was? Gilvin, wie geht's dir? Oh, nein, 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 nix Leuchtfeuer. Am Arsch hängt der Hammer, ey. Ah!
Läuft? Finde ich gut. Und tschüss. Du auch noch, komm. Lass mich nicht fressen. Nö. Nicht mit mir. Boah, Karagor. Nö. Da wird deine Hausärztin kotten. Boah. Kann sein, ne? Hier wegen Kaffee. Und Naturheilmittel. Ah, so. Naturheilmittel. Natürlich alles pflanzlich und biologisch abbaubar, ne? Ja, läsch mich doch am Zuckerli. Und? Guck mal. Danke. Warum mache ich das Wauwau-Putt? Weil das Wauwau auch mich angreift. Und das ist ganz schön Aua, wenn mich dieses Wauwau auch noch zerstört. Komm her! Ey, du Sau. Bleib hier. Nee. Nicht mal die Eingeweide des Hammers ausgerissen. Reinste Verschwendung. Zack. Naturheilmittel Hasser. Ist das so? Ach Quatsch. Immer schön durch die Hose atmen. Hier gibt's kein Hate. Hat hier nichts zu suchen. Ja, Koffer! Na, noch mehr hier! Zack! Nee, nicht mit mir. Lieber Hate I'm back, was ist los? Nieder mit der Pseudowissenschaft. Also ich bin jetzt eher so nieder mit den Urukai. Oh ne, schon wieder so ein Drecksack. So, ich muss denn die Aufmerksamkeit. Krass, ich gehe die ganze Zeit töten und... Oh, lecker. One-Man-Freak-Show! Komm her!
Natürlich ist auf Randale gewiss. Oh. Immer schön durch die Hose atmen. Ja gut, ruf mal deine Kollegen. Oh, neues Ziel. 35 Uruks töten. Kriegen wir hin. Nichts leichter als das. Mach die nieder, auf jeden Fall. Oh, jetzt wird's knapp. Aua, Kopfschmerzen. Oh, 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 shit, 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 shit. Da war ich ein bisschen zu greedy. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie noch was zum Futtern finde, um meine Leben wieder zu regenerieren. Oh, scheiße. Nein! Nicht mit mir! Jetzt unterbricht er mich auch noch. Zack. Wagt es nicht, mich zu unterbrechen hier. Oh, nicht so gut. Ach was, Abschaum. Ja, sauer Kopfabschlag, oder? Schön am Ausbluten hier und so. Ja, leck mich doch am Zückerli. Habt ihr das gehört? Ich suche etwas, um mir wieder Energie zu verschaffen. Eine ziemlich blöde Stelle. Nö. Nö. Glaube ich nicht. Zack. Zack. Komm her!
Schön ins Gesicht. Kopf ab. Und finish him. Einen muss ich noch töten. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Da kann ich leider nicht hoch, schade. Aber hier. Wow! Wow! Da kommen die nächsten. Kommt die ganze Sippschaft an. Na, das wird ja lustig. Na, spring runter. Ich brauch Futter. Glück gehabt. So, kann man den analysieren? Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße, kann durch Kampftodesstöße verwundet werden. Das heißt also, wenn ich den anspringe... Nee, Schleichen ist er. Ah, gegen Schleichen ist er immun. Oh, der scheint... Und er darf nicht brennen, sonst rastet er aus. Ja, das wird jetzt ziemlich heftig. Aber ich könnte die Karagor für mich arbeiten lassen. Wenn ich Pfeile hätte. Oh shit! Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Ich brauche Pfeile. Da unten. Seht, da unten! Das ist der mit dem roten Halsband. So, und jetzt arbeite für mich. So, und jetzt? Gibt's hier nicht noch irgendwie noch Futter, um Karagor zu rufen? Weil dann würde ich mir gleich mal einmal nehmen. Die kann man tatsächlich auch zureiten. Für die, die das noch gar nicht wissen. Ich will das auch gerne demonstrieren, aber ich brauche hier noch ein bisschen Futter. Jetzt muss ich nur wissen, wo das ist. Da hinten. Jetzt gucken wir mal, ob wir die zureiten können. Das geht nur, wenn man die von oben, glaube ich, anspringt. Jetzt! Yes! Ab geht's! Hallo Droni! Ah, komm her! Da drüben hat sich etwas bewegt! Der lebt ja nicht. Nein, mein Karagor ist tot. Scheiße. Aber jetzt habe ich das mal demonstriert. Zack.
Fähigkeitspunkte halt. Nice. Brandpfeil wäre natürlich gut, aber bringt bei dem nicht so viel. Festnagel, nee. Schleichaufzehrung, nee. Ist überflüssig. Dolchhage ist Quatsch. Schulterstoß. Ich würde mal sagen, Geistertodesstoß. Jetzt schön in den Arsch schießen. Immun gegen Fernkampf. Fuck. Nieder mit der Meute, ist so. Aber nicht für ein Karagoya! Sorry, nein, ich wollte dich nicht attackieren! Ah. Nö, heute nicht. Nö. Nö. Ich bin eigentlich noch hier. Nö. Aber du willst, ne? Danke für dieses Gespräch. Habt ihr das gehört? Wir haben einiger Zaun. Mein Sieg. Nö. Sei nicht so egoistisch. Das kann auch mein Sieg sein. Immer dieser blanke Egoismus, ne? Da könnte ich mich aufregen. Ausgabe dich nicht zu sehr. Wir beide werden noch viel Spaß zusammen haben. Noch viel Spaß? Sieht ja lecker aus. Ja. Schade. Funktioniert auch nicht. Ich muss mir den mal Richtung Gebüsch ziehen. Scheiße. Bist du bereit für unsere Klingen? Ja. Wenn du es auch bist. Komm her! Das wollte ich auch gerade sagen. Komm her! Na, ihr kleinen Schisser. So geht das. Wie sie alle weggerannt sind. In diesem Sinne. Augenblick bei dem Mensch hier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe den voll abgeschmatzt. Ey, da meinte ich den voll abgeschmatzt. Das ist Quatsch. Und danach hatte ich ihn mit der Faust so richtig schön über den Kopf. Das war genauso wie damals, als ich meine Freunde fertig gemacht habe. So, das heißt, wir haben... Was? Neue Häuptlinge? Nein! 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 Prost, so sieht's aus. Prosti! Was bist du denn für einer? Du bist ja ein ganz hässlicher.
Die kommen ja alle immer wieder. Jetzt sagt, ich habe hier alle fertig gemacht. Jetzt haben wir die nicht. Was ist mit Redback? Redback hat vorhin von dem Hammer Saurons, voll einen auf die 12 gekriegt und ist damit gestorben. Redback ist getötet worden. Wir trauen jetzt einmal um Redback. Redback haben wir ja dahin gebracht, wo er halt letzten Endes war. Ja, Redback ist einmal mit einem Hammerschlag aus dem Leben gehauen worden. Der steht leider nicht mehr so auf. Wieso eigentlich? Du! Habe ich keinen Einfluss drauf gehabt. Das kann ich dir beim besten Willen nicht beantworten. Ach komm. Machen wir die nächste Mission. Und? Wem gefällt das Spiel? Ich bitte um Feedback. Ja, das ist, glaube ich, sogar der Hammer Saurons. Also wirklich, die Waffe von dem. Und dadurch ist er halt mega, mega OP geworden. Der Typ. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte kannst du jederzeit nach Udon zurückkehren, indem du die Schnellreise nach durchführst. Ach was. Neues Gebiet? Mach dich bereit, die Tarie hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Boah, geil! Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Ellie, grüß dich. Hi. Na, alles gut? Dir, Hael, krabbelt jetzt, Talion. Er kommt schon halb die Stufen des Narkos hoch. Ha,
Eines Tages wird er sie hochrennen. Ein mutiger Waldläufer Gondors sein. Oder ein Steinmetz. Oder Musiker. Genau. Er wird Gondor beschützen. Mit einer Flöte. Köpfe rollen, dir gefällt's. Ja, finde ich auch ganz geil. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Wir haben herausgefunden, dass halt er hier, ne, der Eldengeist, tatsächlich der Schmied war, der die, den Ring der Macht geschmiedet hat, beziehungsweise auch die anderen Ringe, die die Menschen gekriegt haben, für die, die es noch nicht wussten. Ziemlich, ziemlich geil. Von der Lore einfach her, das mal herauszufinden. Boah, sieht das schön aus, Leute. Boah, geil! Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie können beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Ich fühle es in den Knochen. Vielleicht war er in dem Moment beides, ein Schmied und König. Dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Die Natur gedeiht in Nur. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Ich wollte gerade sagen, da kann man sich niemals vorstellen, dass das hier Mordor ist, ne? Ich dachte erstmal, boah, geil, Herzen vom Mordor, Schicksalsberge und so. So, du Sack, ne? Maden. Tschüss. Du lässt hier Leute in Ruhe. Und dich hier. Vermochte es, deine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. Danke. Genau, den Schmied der Ringe der Macht. Danke, Waldläufer. Ja, keine Ursache, ne? Kann man mal machen. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Alles da klar. Ist unsere Spur. Wie führen wir Marvin Speer zum Hinterhalt? Ich schrei nach Hilfe wie ein Mensch. Hilfe! Hilfe! Keiner von euch klingt nach Menschen. Schlitzt den Sklaven auf, dann kommen sie schon her. Hilfe! Hilfe! Auch nicht schlecht, ey. Hilfe, Hilfe! Oh, Scheiße! Alles klar! Ist meiner! Stirb doch endlich! Lass es dir schmecken! Okay, tschüss. Was war das? Gray, grüß dich, mein Guter! Okay, erstmal schön aufräumen hier. Genau, Grey, du Pleb. Gute Nacht, Jess. Danke, dass du da gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Die
Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Ach so, ja. Gibt's nicht. Schleichen ist für Anfänger. Hier oben bleibe ich ungesehen. Komm, kämpfe mich. Diese Höhle wird mein Grab werden. Ganz gut, wie geht's dir? Wie ist es in der Türkei? Ach, du bist ja schon wieder weg. Schade. Ich will... Da bin ich hoch! Ah, jetzt will er hoch. Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Dein Erbe muss sich dort befinden. Ich glaube, das wird jetzt ziemlich lustig hier. Gefertigt von Dunkelherrscher selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Galadriel! Das war doch Galadriel, oder? Oh, Gondor, was ist das für eine Kreatur? Neuer Feind, Ghoul-Matronen. Ghoul-Matronen sind die gefährlichsten Exemplare ihrer Art. Sie schlagen stets zurück, wenn du sie angreifst, also sei bereit, ihnen schnell auszuweichen. Bloß noch unsere Knochen verbleiben. Oh, nö. Ich
Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Lecker. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Oh, da kommen noch mehr. Scheiße. Zusammen werden sie aufhalten. Aber sowas von anhänglich. Das Tageslicht verbrennt sie. Die Sonne wird unsere Rettung sein. Ich wurde vergiftet. Fuck. Der ist so schlau, schaut sich das Ding erstmal an und dann explodiert so. Denkst du auch, yo, läuft bei dir. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt sie dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Das war so offensichtlich. Finde den Zwerg. Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Wow, schöne Information. Wie komme ich jetzt da so rüber? Achso, stand sie auch, Moment. Wie der guckt. Das haben wir gut gemacht. Hammer, oder? Der erinnert mich an den Zwerg aus, ach, Mensch. Dragon Age. Wenn ich da mich jetzt fallen lasse, bin ich tot. Kann ich hier nicht irgendwo noch hoch? Lieber Arald, lass mich etwas von dir schicken. Gute Nacht? Ja, dann, Ellie, gute Nacht, schlaf gut. Gilwyn, bist du noch da? Das hört sich nicht. Vielen Dank, Waldläufer. Ja, stimmt, das. Ach ja, das ist jetzt das komplett neue Gebiet, wo wir sind, ne? Boah, ist ja echt eine große Karte jetzt mit dem, was wir vorher hatten. Das heißt, hier gibt es auch eine komplett neue Armee. What? Oh mein Gott. Wir haben ja noch nicht mal die Hälfte des Spiels, oder? Moment, das muss ich mir mal angucken. Ob wir. Na komm. Nee. Und dann schauen wir uns nachher mal an, wie viel Prozent wir haben. Tut mir leid, aber
Seid mir ein bisschen zu gefährlich, Kollegen. Zehn? Bei 10. Und was zur Hölle ist da hinten? Eigentlich traue ich mich ja gar nicht zu fragen, ne? Aber ich will das unbedingt wissen. Hab unseren Anführer schon ewig nicht gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit den ganzen anderen Maden verkrochen. Der schlimmste Anführer, den wir je hatten. Wir werden erstmal Informationen sammeln. Muskelob der Bluter. Also wenn man sein Gesicht anschaut, weiß man ganz genau warum. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ach ja, verdammt, ich brauche ja Informationen von Informanten und sowas. Und so platzt ein Kopf. Aua. Ist ja böse sowas. Oi, der sieht aber nett aus. Ach, der Krug. Krug Sackschädel. Den haben wir doch bekämpft. Der lebt ja noch. Ja, der Kopf ist gerade explodiert. Ist kein Scheiß. Einfach so. Pst. Alles klar. Blutet es nicht aus? Ich mag mein Fleisch saftig. Ach komm schon. Oh, ist auf mein Mist gewachsen. Hautzerfetzer! Du, das wahre Ziel meiner Jagd! Echt jetzt? Tschüss! Du wirst bluten! Nö. Nie und nimmer! Not today. Scheiße. Nein, 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 nein. Sicher nicht. Brennt! Ne. Der flüchtet. Du sagst, dich kriege ich noch. Du bist noch nicht weg. Der Hauptmann hat aufgegeben, die Leichen zu zählen, die der Waldläufer durch seine Überfälle auf der Luft gefällt. Dieser Karagor geht mir jetzt schon mega auf den Senkel. Was? Der ist komplett entkommen? Nein! Aua! Wow.
fiese Map, ey. Darum ist auch nochmal so eine Mission. Du könntest einen Sklavenkopf in die Luft werfen und er wäre von Bolzen durchbohrt, bevor er überhaupt wieder Richtung Erde segelt. Ich danke dir. Vielen Dank. Diese Orks töten schon dafür, wenn man sie schief ansieht. Meine Freunde lernen das gerade auf die harte Art. Ist das so? Olgot Halbling Freund. Kennen wir doch. Wandle in die Geisterwelt, um ihn zu markieren. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich ein Schütze oder Jäger sein sollte, würde ich Jäger werden. Kein Pfeil kann so eine große Sauerei aus den Feinden machen, wie es Speere vermögen. Oh Gott. Räche den Tod von Seamus? Ach was. Ist ja geil. Geht also tatsächlich dieses PvP bzw. Tod von anderen Kollegen rächen, indem ich den töte. Finde ich cool. So, das heißt, ich muss also einmal um Pudding latschen. Oh, ist das ätzend. Oder komme ich hier hoch? Ich will hier hoch! Dann will ich ihn töten. Innerhalb von 4 Minuten. 2. Auf Wiedersehen. So. Selber Fernkämpfer und immun gegen Fernkampf. Läuft bei dem. Dich töte ich. Und zwar so. Nicht nein! Jahren. Nee! Dich. What? Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Ja, ja, Noob-Kill ist klar. Mhm. Hallo, Kill ist Kill. Egal auf welche coole Art und Weise auch immer. Noob, ey. Plumps, wer ich war. Ohne Scheiß. Sis ist Sparta. Oder die König der Löwen-Fassung. Alter. Das war jetzt aber ziemlich assi. Naja. Dich gekillt. Das war eher drauf, dass ich versucht habe, ihn so zu töten, oder? Aber das war ziemlich blöd, ja, das stimmt. Ja, der widert mich auch an, ey. Okay. Ach, cool. Ich habe hier das noch gar nicht freigeschaltet. Meine Ahnenuntergang. Ich muss ihn mit Licht abwenden. Okay, machen wir die Mission, wenn wir schon sowieso hier in der Nähe sind. Und ich sag mal, nach der Mission
mache ich dann nochmal Schluss für heute. Ich bin tatsächlich ein bisschen durch noch. Seid mir dann nicht böse, aber morgen gibt's ja noch meinen Stream. Morgen gibt's ja noch einen. Hier. Danke. Ich hab den Mithrilhammer. Kann noch erflammen. Mir nun zeigen, was meiner Seele den Tod verwehrt. Du bist das Opfer eines Blutrituals. Kann der Fluch gebrochen werden? Zerstöre die Schwarze Hand und sein Gefolge und ergreife Mordor. Die Männer Gondors werden mir nicht helfen. Du brauchst sie nicht. Deine Macht verschafft dir Anhänger, ob willens oder nicht. Eine Ork-Armee. Was muss ich dafür tun? Deine Antwort wartet in der Festung, doch was du suchst, wird nicht mehr lange dort verweilen. Warren hielt uns zu einem an. Die Zukunft muss fortbestehen. Swedish Fish 6, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, Rage Cup. Hast du Wünsche? Eine Minute. Was? Das soll mal springen, danke. Sie lassen mir ein Bein übrig. Hoffentlich ein saftiges. Oh, 39 Sekunden. Das wird ziemlich knapp. Der Hauptmann sagt, der Grabwandler sei in der Nähe. Nein. Glück gehabt. Sie haben keinen Wert für uns. Nur das, was sie tragen. Ich werde sie dennoch befreien. Du lässt dich von deinen Gefühlen blenden. Die Königin sagte, der Schlüssel zu unserer Ork-Armee befände sich in dieser Festung. Wenn wir die Schützen brandmarken, können wir unsere Armee errichten und zugleich diese Menschen retten. Fähigkeit Brandmarken freigeschaltet. Wenn du deine Gegner aufzehrst, werden sie nun auch gebrandmarkt und zu deinen Gefolgsleuten. Um Gegner zu brandmarken, B gedrückt halten, Schleichbrandmarken, RT, A und tippe, Kampffrontler, A. Alles klar. Sollte ich ihr Inneres nach außen drehen? Tötet mich! Doch die Dunkelheit wird niemals über Mittelerde herrschen! Folge meinem Willen. Zu euren Diensten, Herr! Gondoraner sind unsere Invasoren! Die Menschen unsere Plage! Maden berauben uns unserer Länder. Doch damit ist jetzt Schluss. Wir holen sie uns zurück und nehmen ihre Leben gleich mit.
Wenn sie mich sehen, sind diese Soldaten tot. Geschaffen, um dich zu unterwerfen. Blick in das Licht meines Auges. Blick in die blauen Flammen, die dich retten werden. Der Hals, der Kopf, der Bauch. Wo wollen wir sie? Fuck. So, mein jetzt. Anblick wird deinen sterblichen Willen durchdringen. Und Kaian 643, vielen Dank auch für deinen Folgen. Herzlich willkommen. Blick in die Flamme und lass dich zu deiner Erlösung leiten. Hab ich mir wohl nur. Sei mein Schwert. Der Blutsäbel, der ist heute an den richtigen Ort gekommen. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Die Königin riet uns dazu, die Schlacht abzuwarten. Dann haben uns die Aussage... Sagt er doch, ihre Visionen werden immer wahr. Ja, aber ich hab gesagt, dass... Ihr habt etwas für mich? Königin Marvin ließ uns danach suchen. So war das also.
Schön den Kopf weg. Ich habe heute im Brandmarken. Wow. Lange Animation. Diese Uruks zu töten ist schon schwer genug. Doch sie zu Gefolgsmännern zu machen, ist eine andere Sache. Es ist eine Gabe. Wir können die Waffen des Gegners gegen ihn verwenden. Finde ich ganz cool. Wir probieren das noch mal kurz. Wie lange hält das an? Dauerhaft, ne? Der Hauptmann sagte, wir sollen Sklaven herbeischaffen und mit dem Graben beginnen. Ihre Räumer, dein Stapel Bauholz heranzuschaffen. Du dienst dem leuchtenden Herrn. Gib deinen Verstand auf! Nur noch ein paar Informationen sammeln. Gehen wir den einfach mal frei. Aber da sehe ich eine Markierung. Scheint wohl... Altgediente Häuptling. Überfalle Tarz, indem du dich seine Fesseln schleichst. Der kommt mir so bekannt vor. Oh, aber macht 16 ist brutal. Gut, ihr Lieben. Wie gesagt, ich bin jetzt tatsächlich offline. Wie gesagt, nach der Mission. Ist ja immer so, kurz vorm Schlafen gehen muss man ein bisschen runterkommen und so. Gut, nun denn. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Morgen 19 Uhr ist wieder angesetzt. Wieder Mordor Schatten. Wollen ja noch ein bisschen weiterkommen. Schauen wir mal, dass wir die Tage auch nochmal wieder ein paar Multiplayer-Games spielen, wo ihr auch gerne mitmachen könnt. Ich werde mal in der Zwischenzeit gucken, ob einer unserer Pappenheimer da ist. Ja, und wir können ja mal gerne mal den Moritz von Max und Moritz Online mal hosten. Ist ein cooler Dude. Der spielt im Übrigen gerade Rocket League. Vielleicht könnt ihr da ja mitmachen. Nicht vergessen, unser Hashtag einmal kopieren und bei ihm in den Chat gleich reinhauen. Lasst mal liebe Grüße da. Lasst mal den Chat explodieren. Spamt den voll, wie auch immer, damit. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut. Viel Spaß noch bei Moritz, bei Max und Moritz Online. Wie gesagt, er spielt Rocket League. Und wir sehen uns morgen 19 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.